Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Bilde 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Und zwar in einer neuen Aufnahme. Hashtag Streaming-Woche. Ja, wieder eine ganz neue Woche. Das heißt, ab jetzt bin ich auch wieder zu 100% aktuell. Zu 100% aktuell. Das heißt, ich hänge jetzt mit den Folgen auch nicht mehr hinterher. Ich muss ja ein bisschen vorproduzieren wegen dem Urlaub. Ich kann euch so viel sagen. Nur ganz kurz, der Campingurlaub war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, auch für die Kinder war es sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, war eine tolle Erfahrung, war eine tolle Sache, wir werden es definitiv wieder machen. Also ich für meinen Teil, ja, mir gefällt es sehr gut, Camping, wirklich eine tolle Sache, ich kann euch jeden ans Herz legen, das mal auszuprobieren, wer da Interesse dran hat und ja, es gibt ja die Möglichkeit, sich so ein Wohnmobil mal auszuleihen oder so einen Wohnanhänger, je nachdem, auf was man da mehr steht. Wir hatten jetzt Wohnmobil, oh, da bin ich wieder, Entschuldigung. Ja, gut, wir haben ein bisschen was zu tun. Die Zeit lief natürlich weiter in der Woche, wo ich nicht da war. Das heißt, das Feld 31 ist erntereif und wir müssen mal schnell beim Lohnunternehmen anrufen. So, müssen da mal ein paar Aufträge vergeben. Und das geht ja relativ problemlos hier mit der Einfahrt. Das finde ich natürlich geil. So, einmal aufklappen und dann geht das los. Zack, upsala. So. Herr Rüssel hier, moin. Ja, schönen guten Tag, Herr Rüssel. Ich grüße Sie. Hier ist der Herr Pesser. Hallo. Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar wollte ich ganz gerne wieder ein bisschen Arbeit vergeben. Und zwar einmal Ihr Mitarbeiter. Ja. Könnte mal bitte beide Traktoren von Feld 19 an den Hof fahren. Ja. Und dann dort umrüsten auf das Mähwerk. Ja. Und Feld 49 und 46 einmal neu mähen. Gut, kriegen wir hin. Nee, ja doch, 49, 46 mähen. Jetzt war, ja. Jetzt weiß ich nicht, Moment mal ganz kurz. Also die 49 auf jeden Fall und das Problem ist, da liegt noch eine Grasspat. Er soll bitte versuchen, über der aktuellen Spat zu mähen. Gut, kriegen wir hin. Dass er es nicht daneben ablegt oder so. Also ja, versuchen... nee, weißt schon, was ich meine. Genau, dass die Schwaden übereinander liegen. Genau. Warten Sie doch mal kurz, ich muss noch mal schnell gucken, ob das bei der 46 auch der Fall ist. Ja, ist es. 46 auch. Nee, Moment. Die 46 ist tatsächlich, liegt keine Schwad, aber die kann er gleich mitmähen, wenn er einmal dabei ist. Ja, gut. Genau, und dann soll er bitte auf den beiden Feldern einsammeln. Er soll aber... Also 46, 48, 49 einsammeln. 46, 48, 49 einsammeln. Also nochmal kurz zum Abgleich. 49 ja. Mähen über der Schwad. Genau. 46 nur mähen. Genau. Und dann einfach einsammeln, beginnend mit der 48. Beginnend mit der 48, gut, dann sage ich ihm das so. That's so right. Machen wir so, kriegen wir hin. Alles klar, wunderbar. Ich danke vielmals. Kein Problem. Bis später. Tschüss. Jawohl, er soll sich auch bitte mal bei mir melden, wenn er startet. Ja, ne? Mach mal. Sag ich ihm. Danke. Ciao. Ciao. So, perfekt. Gut. Automatische Breite haben wir drin. Hallo? Moin, Willi. Der Röhrig hier. Servus. Hör mal. Ich hab ja dein Stroh jetzt fertig. Kannst du mir noch mal sagen, was ich mit dem Gras machen soll? Warte mal, ich hatte gerade am LU angerufen. Ja? Ich hatte gerade am LU angerufen. Welches Gras meinst du jetzt? Auf Feld 48. Ich hab... Moment. Ich guck noch mal aufs Tablet, aber ich hab da... Gras sammeln stehen auf jeden Fall. Geh mal bitte nochmal zu deinem Disponenten, da hat sich ein bisschen was geändert. Also ich kann ich kann schon mal sagen, beginnend ist auf 19 die Traktoren zurückfahren, bitte. Ich melde mich gleich nochmal. Bis denn. So machen wir das, bis gleich, ciao. Tschüss. Achso, ja, wichtig. Der Ladewagen beim Händler natürlich, der Vorführer. So, jetzt haben wir hier eine ordentliche Bahn. Gut, wir ziehen erstmal unser Vorgewende. 52%.
Eieiei. Da kommen wir ja nicht mehr vor. Wie macht man das? Warte mal, dann ziehen wir hier gleich mal noch eine Bahn. Moment. Boah, das wird alles ein bisschen... Wir müssen mal schauen, dass wir die andere Runde kriegen. Von Rüssel, ja, hallo? Ja, ich bin's nochmal, der Herr Fäser. Und zwar, ja. Mein Ladewagen, ich habe einen Vorführladewagen, der steht aktuell noch beim Händler. Den müsst ihr sich bitte dort abholen, ja? Also wir mähen mit ihren Maschinen und sammeln mit ihren Maschinen. Das ist so korrekt, ja. Gut, machen wir so. Kriegen wir hin. Danke, tschüssi. Tschüss. So, jetzt haben wir das. Perfekt, gut. So, jetzt sind wir in der Spur drin. Passt das so halbwegs? Ja. Wir müssen nochmal schauen. Gut, unser LKW steht auch am Hof. Das heißt, da können wir dann noch gleich abbungern, die Sorghumhirse einfahren. Sieht alles sehr gut aus. Okay, passt. Gut, können wir uns ein bisschen zurücklehnen. Wir haben heute auf dem Plan stehen, Gras, Gras, Gras. Also wir müssen hier die 31 erstmal ernten. Wir müssen 49, 46, 48 um die Felder müssen wir uns auf jeden Fall kümmern. Wir können nach der Nacht, also nach der nächsten Wachstumsstufe, müssen wir... Ach so, oh, wir müssen die 19 auch noch spritzen. Das würde auch noch dazu kommen. Wäre eigentlich auch wichtig. Ich werde die 31 ernten, dann werde ich die 19 selber spritzen. So sieht's aus. Auf die 48, die ist ja ausgewachsen. Leider noch nicht in der letzten Wachstumsstufe, in der vorletzten. Ich überlege gerade, ob wir da noch mal düngen können. Ich glaube, wir kriegen da keinen Dünger mehr drauf. Oder, Chat? Wie war das? Ach, ganz wichtig. Unternehmer anrufen. Ganz wichtig. Unternehmer müssen wir anrufen. Denn wir haben tatsächlich dadurch, dass eine Nacht gespult wurde, wo nicht da waren, 300 Schweine jetzt im Stall. Wir können 100 Schweine verkaufen. Geil. Und die Gärreste natürlich. Oh, na warte mal, dann müssen wir mal hier, also einmal Unternehmer anrufen, genau. Oh, 98%. Rohr raus, der ist voll. Hansen, hallo. Servus, Herr Hansen, ich grüße Sie. Ich hätte gerne ein paar Gärreste bestellt. Der Fäse hier, der ja. Willi, 666. Mm, ja, ja, von der ja, Ostseeküste. Ja, ja. Beste Mann. Ja. Ja. Warte, Gärreste. Da haben wir aber nicht viel. Was hast du nicht viel? Wo hast du die schon wieder hin? Weiß ich nicht, ich war ja selber im Urlaub, du warst ja auch nicht da. Nee, richtig. Ich hab so 30.000 könnte ich dir anbieten, 35.000 Liter. Ja, dann bring mir die mal und morgen früh würde ich gleich die nächsten nehmen. Ja, können wir so machen. Und dann habe ich noch... am besten nochmal an, ne? Ja, 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 kann ich machen. Gut. Und dann, pass auf, ich würde gerne was verkaufen an dich. Oha, jetzt wird's wild. 100 Schweinis. 100 Schweine? Ja. Was ist denn der Top-Preis, den man mit Schweinen erreichen kann? Also meine Schweine sind aktuell Boah, ich hab keine bei Ahnung. 741. Ich bin im Tiergeschäft, muss ich sagen, bin ich eine absolute Niete. Das macht immer mein anderer Kollege hier, der Herr Otto. Kann man denn mehr wie 741 Euro erreichen im Schwein? Weiß es nicht. Schweinebusiness? Das müsste man dann mal gucken, wie man das irgendwie hinbekommt tatsächlich. Ich muss da wirklich zu meinen Ungunsten gestehen, Thema Schweine keine Ahnung, oder Tierhaltung oder bin ich echt raus. Da ja. Habe ich ja wieder einen richtig Profi-Unternehmer erwischt hier. Nein. Ich glaube, jetzt geht's aber los hier, Herr Fäser. Ja, was denn? Ja, wir haben aber schon mehr als ordentlich genug Geschäfte gehabt. Ja, richtig. Aber ich dachte, Sie sind ein Mann, der kennt sich aus. Ich hätte jetzt auch nicht abgestritten. Ja, pass es auf. Meine nächsten Schweine werden produziert, geschlechtsreif 66%. Das heißt, es kommen noch keine neuen. Ja. Das heißt, wir könnten das im August machen. Im August, ja. Im August okay. Könnten wir das machen. Wenn sie nochmal anrufen, dann weiß ich Bescheid. Ich merke mir sowas alles nicht. Genau, planen sie sich, also sie können mir auf jeden Fall erstmal definitiv die Gärreste bringen. Das würde ich jetzt gleich machen, ja. Vielleicht zur Info, ich bin heute alleine. Ja. Das könnte eventuell manchmal auch was länger dauern, weil ich noch nebenbei andere Sachen natürlich dann machen muss. Ja, ganz großes Kino. Ne? Aber ich setze mich jetzt in den LKW und werde mal die Gärreste abfahren. Mhm. Okay? Naja, gut, machen wir so. Kein alles Problem. Klar. Bis dann. Ja. Bis dann, Tschüssikowski. Tschüss. Ciao mit Au. Ciao mit Au. San Francisco. Ja, schön mit Ö. Mhm. So. Gut. Ah,
Hatten wir eigentlich den Moment, hatten wir eigentlich bei den Kühen schon die Milch abtransportiert? Ja, hatten wir einmal holen lassen, genau. Was macht der denn das Schneidwerk nicht hoch? Jetzt. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Vorgewände hier. Das nützt ja alles nichts. Wir brauchen erstmal ein bisschen Vorgewände. Zap, zap, aber wir kommen nicht rum. Also das bringt jetzt hier auch keine Punkte. Deswegen fahren wir jetzt hier wieder vor und dann ziehen wir gleich mal Bahn. Und dann, wenn wir oben sind, machen wir oben nochmal ein bisschen hin und zurück. So. Ach so, ja, stimmt natürlich. Ich muss erstmal gucken, welcher Lohnunternehmer bei mir ist. Ey, ich hoffe nicht, dass er Röhrig ist. Ich hoffe nicht, dass es der Röhrig ist. So, gut. Angebote beim Händler, da können wir mal ganz kurz nachschauen. Ja, es gibt nichts großartig. Warte, wir schauen gleich nochmal rein. Es wäre halt schön, wenn der Lohnunternehmer wenigstens erreichbar wäre. Ein Maxum gibt es, einen 800er Vario. Turbo Farmer. Nee. Nö, 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 nö. Gibt nicht wirklich was. So. Müssen wir mal, ich rufe nochmal beim Lohnunternehmer an. Da trotzdem nochmal eine Frage. Ach, schon wieder heute die Telefonmonika, ey. Ohne Witz. Heute ist schon wieder voll die Telefonmonika. Von Brüssel hier, hallo. Ja, servus. Ich habe eine Frage. Welcher Lohnunternehmer ist denn heute bei mir? Normalerweise der Herr Röhrig. Kann ich hier den Herrn Einstein kriegen? Warum? Ist er da? Der Einstein ist beim Herrn Hammerspiel. Können Sie nicht mal da einen Herrn Röhrig hinschicken? Weil ich habe da den Herrn Röhrig das letzte Mal schon gehabt. Können wir dann bestimmt mal im Laufe des Tages machen, aber jetzt gerade muss der Herr Ellenstein noch fix einen wichtigen Auftrag fertig machen. Gut, dann soll er den fertig machen. Wenn es passt, können Sie ja tauschen. Genau, also, der Herr Röhrig macht auch gute Arbeit, aber der ist immer so, der ist manchmal anstrengend. Ich weiß, der ist ein bisschen vom anderen Planeten, genau. Richtig. So, gut. Nee, gut, alles klar, weiß ich Bescheid, Dankeschön. Machen wir so, gut, bis dann. Und es wäre schön, wenn der Herr Röhrig vielleicht auch mal erreichbar wäre. Ja, ich sag's nicht, ich klatsche ihn gleich mal einen in die Ohren. Okay, super, danke Ihnen, tschüssi. Bis dann, ciao. So, dann schauen wir doch mal. Maximal, ne? True. True. Wo geht komplett full. So true. Fanfanerich, hallo? Billy, der Fässer hier, 666. Hallo. Grüß dich. Na, Sally? Na, wie war der Urlaub? Hast du mich vermisst? Total, ja. Echt? Ja, du schon. Hast dich selber bei mir gemeldet. Ja, du gibst mir deine Privatnummer nicht. Ich hab gedacht, du schreibst mir mal, du meldest dich mal und sagst mal, oh, Willi, voll langweilig auf der Ostseeküste. Wo bist du denn? Komm mal zurück. Ja, ich wollte ja aber ein bisschen Entspannung gönnen. Ja. Hab ja eigentlich das nur zu deinen Gunsten so gemacht. Na gut, ist ja jetzt nicht die schlechteste Idee gewesen. Siehste, ich hab mir gedacht, wenn ich anrufe, ist Entspannung wieder komplett dahin. Ja, wenn ich aber erzähl doch mal, was ging denn so ab hier ohne mich? Ist irgendwas passiert in der Woche, was ich wissen müsste? Irgendwas Witziges, irgendwas Makaberes, irgendwas... Ja, keine Ahnung, was ging halt ab? Hey, du weißt doch, wenn du nicht da bist, dann passiert dir nicht so viel. Echt? Ja, ja. War ruhig. Also, ich sag halt immer, die Woche, in denen Willi nicht da sind, das sind halt die produktivsten. Weil man kommt halt einfach am ehesten zum Arbeiten. Das ist tatsächlich so. Das kann man jetzt aber auch sehen, wie man will. Du, ich sag dir, wie es ist, ne? Wenn ich heute nichts mehr zu tun habe, komme ich vorbei und gehe dir durchgehend auf die Eierstücke. Wird der Moment kommen, dass du nichts zu tun hast? Na, ich weiß nicht. Ich habe ziemlich viel heute im Grünland zu tun. Was ist denn das Grünland? Gras? Nee, richtig. Okay. Ja. Was machst du mit deinem Gras für deine Kühe? Nö, das hau ich durch die Fermenter. Schön. Ja, machst die Lache draus und ja, ein Teil geht in die Kühe, ein Teil geht in den Verkauf. Warum brauchst du die Lache oder Gras? Nö, ich mach gerade selber Silage. Ach, siehst du. Ja, also im Teil muss ich natürlich auch Heu machen, ne? Ja, ja, ja. Wir sind aufwendig, ne? Mit Heu machen? Oh, es ist eine echt anstrengende Arbeit, ne? Das glaube ich dir. Deswegen habe ich keine Kühe. Ja, Heu ist halt nervig, ne? Tiere. Die Heu ist Hühner und Schafe. Ja, Schweine auch.
Naja, wenn man Schweinefutter direkt kauft, ja. Naja, gut, mein Gott, also... Wenn man selber füttert, dann nicht so. Ja, nee, ich kauf das zu. Ja, das wird, dann ist entspannt. Dann geht das, ne? Ich habe jetzt schon 300 Schweine, ich gebe jetzt 100 Schweine in den Verkauf. Oh, und was kriegt man da so? Na, es kommt drauf an, ne? Zwischen 70.000 und 80.000. Zwischen 70.000 und 80.000? Mhm. Was? Sag mal, Willi, kann ich dich gleich zurückrufen mal? Nee. Das wäre aber wichtig, weil gerade kann ich dir nicht meine volle Aufmerksamkeit schenken. Ja, ich merke das schon. Was hast du denn? Hier, ich habe ein paar technische Probleme in meinem JCB. Ehrlich? Ja. Jetzt haben wir auch nicht einen Dräger gekauft, einen Fan. Oh. Ich, alles klar, bis dann. Tschüss. So, ja, wunderbar. Gut. Dann, ja, hier oben will ich eigentlich ganz gerne. Warte mal, ich mache jetzt hier oben noch das Vorgewende. Mach jetzt hier oben erstmal noch das Vorgewende. Das macht doch Sinn, oder? Oh. Alter Falter. Ja? Fässer? Fässer! Ja, was geht? Hör mir gut zu. Mein Chef hat gesagt, du willst mich austauschen. Nee, ich habe nur gefragt, ob der Herr Ellenstein auch mal wieder bei mir arbeiten möchte. Hast du ein Problem mit mir? Sollen wir das klären? Nein, habe ich nicht, aber der Herr Ellenstein ist halt, hat sehr lange bei mir gearbeitet, kennt meinen Hof sehr gut und ist ein sehr kompetenter Mann. Ach so, und ich nicht? Nee, sag ich doch nicht, aber du hast auch schon lange bei mir gearbeitet und ich finde es halt gut, wenn das immer mal so wechselt. Ach ja. Ja, wenn man immer den gleichen Lohnunternehmer hat, ist ja auch langweilig. Ach ja, dann. Soll ich direkt gehen? Soll ich alles stehen lassen? Ja, als wenn der Herr Ellenstein kommt. Ah ja. Oh, gut zu wissen. So lernt man Menschen kennen. Ja, aber das hat ja nichts mit dir zu tun. Ja, nee, wenn der, okay. Guck mal, wenn der Herr Ellenstein jetzt 2-3 Wochen bei mir gearbeitet hat, dann würde ich sagen, Mensch, kann der Herr Röhrig mal wiederkommen? Ja. Ja, klar. Ist okay. Weiß ich Bescheid, Willi. Ja, das nicht. Das merke ich mir. Ja. So. Tschüss. Ich bin am Mähen. Achso, warte mal. Ja, du bist auf der 46, oder was? Aktuell ja. Genau, bitte bedenke, bei der 49, die gegenüber ist, bitte so mähen, dass du es direkt auf der alten Schwart ablegst. Da liegt schon eine. Das wurde mir schon gesagt. Genau, und Gras einsammeln tun wir zuerst auf der 48, ne? Wurde mir auch gesagt. Ja, dann ist ja perfekt, dann ist ja super. Gut, ich überlege gerade, war jetzt noch irgendwas? Nee. Was hast du für das war's. Was hast du für einen Drecker dran? Den 942 ist es, glaube ich. Nee, hab ich nicht. Nee, 39. Ja, du kannst auch, wenn du willst, den... Naja gut, nee, jetzt hast du den dran. Aber zum Mähen nehme ich immer den Xerion, weil der halt Allradlenkung hat. Der ist auch echt super, ne? Aber der 39er ist natürlich auch top. Ja. Machst du nichts verkehrt. Ich bin halt nicht der Herr Ellenstein. Ja, so trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? Das sag ich immer wieder. Mhm. Sind die kleinen Details halt, ne? Ja. Den Ladewagen, hat man dir auch gesagt, steht beim Händler? Nein, hat man mir nicht gesagt. Achso, habe ich nämlich extra noch gesagt. Pass auf, der Ladewagen steht beim Händler, ist ein Vorführer. Den kannst du dort holen. Oder ich mache das, wenn ich Zeit habe. Mal schauen. Lass mich erstmal mähen, würde ich sagen. Genau, mäh erstmal in Ruhe und dann hören wir uns nochmal, ne? Ja. Alles klar. Wenn die Elternzeit kommt, dann übergebe ich Ihnen den Trecker und dann siehst du mich nie wieder. Ne, was? Warum das denn? Nein, jetzt bin ich beleidigt. So. Jetzt bist du auch noch eingeschnappt? Ja. Ja, hast du ein rosa Röckchen heute an oder was ist da los? Hör mal, jetzt. Ja, hör mal was. Jetzt fang nicht an, jetzt, mich zu diskriminieren. Nee, mach ich doch gar nicht, aber du bist ja wie so eine. Du bist ja. Wenn ich ein rosa Röckchen tragen will, dann trage ich ein rosa Röckchen. Ja, mein Gott, das kannst du ja machen. Ja, und Gott brauchst nicht sagen. Röhrig reicht. Danke. Ja, tschüss. Aber, ja, okay, wiederhören, Herr Röhrig. Gott, ist der empfindlich heute. Meine Güte, was ist mit dem denn los? Hat er sich jetzt diskriminiert gefühlt, weil ich gefragt habe, ob der Herr Ellenstein auch mal bei mir arbeiten möchte? Ja, der Herr Ellenstein war halt schon lange Zeit bei mir am Hof. Der kennt sich gut aus, der hat immer gut gearbeitet. Ja, man muss ja immer mal ein bisschen durchwechseln. Ich hätte ja auch gerne den Herrn Dings mal wieder, den Herrn Taxer. Aber den kriege ich ja auch nicht. Der Herr Taxer war auch ein guter Mann. So, warte mal, hier ist leer. Perfekt. So, sehr gut. Naja, das geht doch ganz gut hier. Mensch, hier kommt gut was runter.
zap, zarab. Dann gehen wir rein in die nächste Bahn. Rum, rum, rum. Im Schneidwerk. Gut. Perfekt. Wunderbar. Hm. Ah. So. Was steht heute noch an? Ich habe auf jeden Fall vor, diese Woche noch eine Baufolge zu machen. Ich muss mal schauen, wann die kommt. Wir haben 306.000 auf dem Konto. Das heißt, wir sind eigentlich finanziell ganz gut aufgestellt. Für eine Baufolge zumindest. So, wir müssen aber auch langsam drüber nachdenken. Oh, Sophie hat 70.000 nur. Milo 346.000. Keule. Sie hat Milo eigentlich mal wieder gebaut. Übrigens, Milo ist heute nicht dabei, weil er krank ist. Das nur mal so zur Info. Der ist krank geschrieben, deswegen kann er heute nicht kommen. Dem geht es nicht so gut, deswegen auf diesem Wege. Gute Besserung, Milo. Wisst ihr, ob Milo mal wieder gebaut hat? Ach so, wir können mal schauen, ob hier Kalk drauf muss. Das ist ein guter Ansatz, Benedikt. Oh, ey, es muss auch überall Kalk jetzt drauf. Das ist ja echt eine Katastrophe. Gibt's ja gar nicht. Na gut, dann müssen wir hier Kalk draufbringen. Das Feld bestellen schaffen wir heute sowieso nicht mehr. Hafer müssen wir hier drauf machen, weil das bis Dezember wächst zum Toppreis, ja. Das Problem ist, wir kriegen das heute nicht mehr bestellt. Ich muss nochmal in die Disco, weil wir müssen definitiv hier Kalk draufbringen. Vor der Aussaat. Shitty, wann machen wir das denn am besten? Herr Rüssel hier, hallo. Hallo, der Herr Röhrig mäht ja gerade die 46. Ja. Könnte ich, danach mäht er ja die 49. Genau. Könnte ich eine Arbeit nach dem Mähen dazwischen schieben? Würde das gehen? Ganz schwierig, ja. Geht aber? Ja, sagen Sie einfach. Die 31 Kalken mit Ihren Maschinen. Hier. Und dann soll er einfach weiter wieder mähen. Nö, dann ist ja mähen, ist ja fertig, dann geht's einsammeln. Gut, dann machen wir das so. Das sag ich ihm Bescheid und dann. Genau, die 31 Kalken. Gut. Es kann auch sein, dass ich dann einsammeln übernehme und der LU-Kollege die 31 ansieht. Je nachdem, ja. Würde ich mich aber einfach nochmal melden. Genau, ich will nur so erstmal jetzt, dass wir Folgeaufträge haben, falls mal leer laufen. Ja, ne? Ja. Nee, so machen wir das, Herr Förster. Wunderbar, ich danke Ihnen vielmals. Kein Problem. Immer wieder gern. Tschüssikowski. Jo, tschüss. San Francisco. Herr Enstein. Ja? Ja, servus, ich grüße Sie. Hier ist der Herr Fässer, der Willi 666. Ein wunderschön. Haben Sie noch zu tun? Ja, doch. Bin noch am Arbeiten. Ja, Sie müssen heute noch zu mir kommen. Ich muss heute noch zu Ihnen kommen? Ja, ich brauche Sie. Ich hab den ortsbekloppten Röhrig bei mir schon seit 2 Wochen. Ich brauche einen anderen Lohnmitarbeiter. Wie kommt das denn? Ja. Ist er nicht so nett, der Röhrig oder ja, so? Ja, doch, aber der hat ständig eine andere Furz und immer rumzunöhnen und rumzumeckern. Ich brauche so einen kompetenten Mann wie Sie, der kennt sich am Hof, Sie kennen sich am Hof aus, Sie wissen, was zu tun ist. Da wird auch mal nicht nach links und rechts geschaut, da geht's auch mal durch die Mitte, durch die Wand. Und Herr Enstein, ich habe schon beim Lohnunternehmen, habe ich Sie schon angefragt. Also, wenn Sie Ihre Arbeit abgeschlossen haben, wäre ich sehr, sehr froh, wenn Sie vielleicht zu mir kommen würden. Ich muss mit der Dispo klären, ansonsten ja. Ich muss jetzt hier bei Herrn Ihren Mitbewerber zwar einfällig fertig machen. Ja, genau. Wenn das fertig ist, sollten Sie, glaube ich, dann switchen irgendwie, hatte der gesagt von der Dispo. Sie können ja nochmal nachfragen. Ich kann ja, ich frage mal gleich nach und dann... Genau. Werden wir mal sehen, sonst komme ich gleich gerne wieder zu Ihnen. Ja, gibt auch ein Grün in die, gibt auch ein Grün in die Brusttasche, ne? Und Grün sogar? Hellgrün? Mhm. Ja, aber hallo. Ah, dann überlege ich mir das. Alles klar, Enstein. Bis dann. In Ordnung. Jo. So, rein das gute Korn hier. Sehr schön. Da, 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 da. Wunderbärchen. Da kommen die Sorghumhirse vom Feld runter hier. Aber wir merken, ne, es ist, naja, von der Performance her läuft's so, oh, was sind jetzt, oh, was, beide Anhänger schon wieder voll? Ey, das kann nicht wahr sein. Warte mal ganz kurz. Da muss ich einmal ganz schnell abfahren. So. Herr Röhrig?
Ja, Herr Röhrig, ich habe letztens ein Lied gehört. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, an wem mich das erinnert. Und jetzt, gerade eben, kam mir das wieder in den Sinn. Und an Sie hat mich das erinnert. Ach ja. Ja, wirklich. Ich konnte da nicht so richtig zuordnen, aber jetzt weiß ich wieder. Ich musste da an Sie denken. Ist es nicht schön, aha, dass ich da mal an Sie gedacht habe? Ich weiß nicht. Weißt du nicht, was das für ein Lied war? Ja gut, aber es zählt doch jetzt, ist ja egal, was es für ein Lied war. Es zählt doch der Gedanke. Nein. Wie nein? Sie müssen ja mal überlegen. Wenn das ein beleidigendes Lied war, dann war das nicht schön. Was ist denn beleidigendes Lied bei Ihnen? Ja, weiß ich ja nicht. Also das ging so. Wollen Sie es hören? Bitte? Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Ach Mann, der ist aber heute auch, ey. Was ist er denn heute so? Ach, hier, Honig. Ey, wir müssen auch mal Honig verkaufen. Das kann nicht wahr sein. Herr Röhrig. Das war ein Spaß. Das war gar nicht das Lied. Ich wollte sie nur hochnehmen. Es war ein anderes Lied. Herr Röhrig. Das war ein ganz anderes Lied. Jetzt seien Sie doch nicht so. Ich weiß, dass Sie im Funk sind. Was wollen Sie, Ferser? Ja, ich war ein anderes Lied. Sie haben heute ganz schlechte Karten bei mir. Warum? Ja. Sie haben ja anscheinend ein Problem mit mir. Ich habe doch kein Problem mit Ihnen. Sagen Sie mal, was sind Sie denn immer so gleich? Das kann ja nicht wahr sein. Sie sind aber auch heute empfindlich. Kann man keinen Spaß mit Ihnen machen? Nicht, wenn es um meine Arbeit geht. Niemand hat Ihre Arbeit kritisiert. Niemand. Ja, und warum wollen Sie denn jemand anders haben? Ich will doch... Geht das nicht? Menschenskinder, das gibt's ja gar nicht. Ich wusste ja nicht, dass Sie da so allergisch drauf reagieren. Ja, jetzt wissen Sie es. Ja. Gehen Sie jetzt die 49 rasieren. Ja, aber es war nicht das Lied, wollte ich nur sagen. Es war ein Spaß. Ja, ja. Es war ein anderes das Lied. Das wird alles notiert. Es war ein anderes Lied. Mhm. Time to say goodbye. Herr Röhrig. Tschüss, Herr Ferse. Ein schönen Tag noch. Ich hab zu tun. Entschuldigung. Ist ja aber heute, hä? Ist ja heute. Heute ist ja. Ja, mein Gott, na gut. Wollen wir den Bogen mal lieber nicht überspannen? Warum hat er denn den Kurs schon wieder nicht drin hier? Menschenskinder, was ist denn da los? Mach jetzt hier die Linie grün. Das gibt's ja wohl nicht. So, gut, bei dem Gejaude vom Willi will ich freiwillig weg wollen. Ey, sag mal, ich habe wohl eine total nette Stimme. Mein Musiklehrer hat in der 4. Klasse zu mir gesagt, wenn ich mich in die letzte Reihe stelle, da stand ich zwischen, kein Witz, ich stand zwischen 2 und 3 auf dem Zeugnis und wollte aufs Gymnasium nach der 4. Klasse. Und ich glaube, bei mir war das damals so, du durftest keine 3 haben oder so. Und da hat er zu mir gesagt, wenn ich mich in die letzte Reihe stelle und einfach nur meine Lippen bewege, gibt er mir eine 2 auf dem Konto. Da musste man irgend so einen Vorsing machen. Und er hat gesagt, bitte, Tino, stell dich in die letzte Reihe. Ist nichts gegen dich, aber stell dich in die letzte Reihe, beweg einfach nur deine Lippen und du kriegst eine 2 auf dem Konto. Ja, war ein guter Deal, habe ich angenommen. Obwohl es mir der Spaß eigentlich wert gewesen wäre. So, naja, gut. Die Folge ist ja leider gleich schon wieder rum. Sehr schade. Honig sammeln, weil da fast nichts auf den Paletten ist. Wie meinst du das? Ja, Sally hat auch nicht zurückgerufen.
Mensch, die wollte doch zurückrufen. Gibt's ja gar nicht. Wo ist sie denn? So, jetzt ist aber leider Stopp. Ja, perfekt. Genau beim Abtanken. Wunderbar. In diesem Sinne sind wir aber auch fertig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Und ja, bis dahin euch noch einen schönen Tag. Schaut bei den anderen vorbei. Ciao, ciao.